hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Heute komme ich mit einem ganz spannenden Thema zu euch. Und zwar, wie wirst du sofort karmafrei? Sofort. In all deinen Verbindungen. Das ist nämlich möglich, jetzt. Und liegt in deiner Macht, in deinen Händen. Karma, ein schwieriges Thema. Nicht zuletzt deswegen, weil es auch schon seit Jahren so derb durch den esoterischen Kakao gezogen wird, dass im Grunde genommen eigentlich überhaupt keiner mehr Lust hat, sich damit wirklich noch zu beschäftigen. Also mir geht das ganz oft so, dass ich mir denke, ach Karma, diese esoterische Quacksalberei, nee, lass sein, andere Dinge. Aber dennoch ist es so essentiell. Viele belächeln das mittlerweile, andere halten es für eine Riesenillusion. Wieder andere gehen damit auf eine Art und Weise um, die eigentlich nur anstrengend ist. Ja, es herrscht so viel Verwirrung und auch so viel Unsicherheit zu diesem Thema Karma. Und ich finde es ganz wertvoll, da nochmal ein Statement zu abzugeben, was ist denn das jetzt eigentlich? Also es hängt zusammen, bekannterweise, mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich eine Ursache setze, geschieht eine Auswirkung. Könnte man grob bezeichnend als Karma betiteln, ist aber nach meinem Verständnis nicht ganz richtig, weil ich für mich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es so etwas wie positives Karma nicht gibt. Es gibt nur Karma oder karmafrei. Das sind die zwei Seiten, die es gibt. Also für mich ist Karma nichts, was ich entweder gut oder schlecht haben kann. Entweder Karma ist da oder Karma ist nicht da. Und nach meiner Erfahrung ist es eine Energie, die etwas fordert, wie eine offene Rechnung, wie etwas, das noch nicht in den Frieden, in den Ausgleich gekommen ist, etwas, das da noch angeschaut, bearbeitet werden möchte, weil ich einstmals dafür eine Ursache setzte oder von anderen eine Ursache setzen ließ und diese bewertet habe. Meiner Meinung nach gibt es einfach Dinge, die nicht gleichzeitig als gut und als schlecht existieren können. Schlichtweg, weil sie einfach nicht dienlich sind für mich, für mein Verständnis. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Gewalt. Gewalt ist nach meinem Verständnis, also gegenüber Lebewesen, gegenüber Menschen, Gewalt gegenüber Menschen, gegenüber Lebewesen, ist nach meinem Verständnis nicht dienlich. Es kann für mich im Endeffekt nichts Gutes dabei rauskommen, hinten raus. Die Frage ist immer, was ist das Ergebnis? Und so ist es mit dem Karma, da komme ich später dazu, und so ist es für mich zum Beispiel auch mit dem Thema Gewalt. Nur um mal ein Beispiel zu zeigen. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, dass den Menschen Gewalt angetan wurde für das größere Wohl. So nach dem Motto, das müssen wir tun, weil es gut ist. Da wurde dann etwas, das einfach nicht gut sein kann, pervertiert, damit es praktiziert wird. Und zum Beispiel die Hexen, die verbrannt wurden im 16. Jahrhundert. Lasst sie brennen, um ihre Seele zu retten. Es ist gut für sie. Das geschieht, wenn man etwas, das einfach nicht gut sein kann, zu etwas Gutem pervertiert. Da kommen dann so scheußliche Sachen dabei raus. Und das gibt es heute noch so oft, Guantanamo, wo die Menschen, egal ob sie schuldig oder unschuldig sind, so lange gefoltert werden, bis sie sich als schuldig bekennen, damit man den entsprechenden Schuldigen hat, den man braucht. Die Zeit vom Dritten Reich, wo Menschen für das größere Wohl gequält und gefoltert wurden. Und da möchte ich mich jetzt auf gar keine Nation festlegen. Das hat damals nicht nur eine Nation praktiziert, sondern so einige. Alles Anzeichen dafür, was geschieht, wenn man etwas, das nicht für etwas Gutes stehen kann,
unbedingt für etwas Gutes einsetzen möchte. Und es gibt für mich kein gutes Karma. Es gibt Karma und es gibt frei von Karma. Und Karma bedeutet, ich habe irgendetwas noch nicht in den Ausgleich gebracht. Da ist noch ein Ungleichgewicht, eine Unstimmigkeit, etwas, das noch nicht harmonisch schwingt. Eine Disharmonie. Man könnte auch sagen, vielleicht eine alte Wunde, ein alter Schmerz. Ein Thema, das für mich noch nicht in den Frieden gekommen ist, schafft mir eine Energie, die von mir Aufmerksamkeit fordert oder Lebenskraft fordert. Karma ist etwas, das zieht Lebenskraft. Das fordert immer wieder von dir zu reagieren darauf. In dem Moment, wo du karmafrei bist, da brauchst du nicht mehr auf etwas Forderndes zu reagieren. Da bist du dann frei. Da bist du dann frei, da kannst du durchatmen, da ist Frieden. Und ich weiß, dass es so viele Überzeugungen davon gibt, was Karma ist, was es nicht ist, wie viele Menschen sich doch irren und auf Holzwegen sind, dass ich hier möglicherweise auch einen Shitstorm riskiere, so nach dem Motto, die hat da überhaupt keine Ahnung, wovon sie redet. Aber wisst ihr Leute, mir geht es nicht darum, Ahnung zu haben, mir geht es um das, was funktioniert. Und ich spreche heute so begeistert von dem, was ich in den letzten Wochen, Monaten entdeckt habe, weil ich so begeistert davon bin und weil ich das gerne weitergeben möchte. Ich finde das einfach toll. Ich muss das auch überhaupt nicht beweisen. Es gibt Dinge, die brauchen nicht bewiesen zu werden, die braucht ihr nur ausprobieren. Das ist übrigens auch echte Wissenschaftlichkeit. Echte Wissenschaftlichkeit braucht keine Beweise. Denn Beweise kann man jederzeit widerlegen. Es braucht nur ein Beispiel nicht zu stimmen. Was mache ich dann mit dem Beweis? Stimmt der dann nicht mehr? Wissenschaft ist nur dann Wissenschaft, wenn sie anhand des nächstmöglichen Beispiels anwendbar ist. Und deswegen ermutige ich euch heute, das auszuprobieren, was ich euch heute erzählen möchte, über das Karma in euren Verbindungen. In der Verbindung zu eurer Dualseele, zu eurem Seelenpartner, in der Verbindung zu allen Menschen um euch herum. Solange die Verbindungen Karma belastet sind, ist immer irgendwas da, was ich nicht entfalten kann, weil das Karma so obendrauf liegt, so störend. Karma ist immer die Energieschwingung, wenn das Ich etwas fordert oder schlauer sein will als das Universum und so weiter. Wenn ich im Ich bin, statt im Selbst, so diese Ego-Geschichten, dann hast du störende Karma-Energie da drin. Und für mich besteht Karma hauptsächlich in Verbindungen. Wenn ich für mich alleine hier auf der Erde bin, ja gut, dann könnte ich immer noch Karma in Bezug zu meiner Verbindung zur Erde haben. Aber Karma habe ich auch nur so lange, wie es einen zweiten gibt. So, das hat man immer zusammen, so in Interaktion mit dem Nächsten. Und deswegen geht es mir um das Karma in Verbindungen und du wirst karmafrei. Und das kannst du augenblicklich tun, wenn du das Karma in den Verbindungen auflöst. Und das geht folgendermaßen. Und zwar, wenn du dir deine Verbindung, ich nehme jetzt einfach mal die Verbindung als Beispiel, die Verbindung zu deinem Seelenpartner. Das wird ja der hauptsächliche Grund sein, warum ihr das Video hier schaut. Wir sind ja beim Thema Dualseelen, Seelenpartner. Die Verbindung zu deinem dualen, zu deiner Dualseele, zu deinem Seelenpartner. Wenn du dir ein Blatt Papier vorstellst, so wie dieses hier, Blatt Papier, was steht da drauf? Ist da irgendwas draufgeschrieben oder nicht? Sobald irgendetwas auf diesem Blatt Papier draufsteht und das Blatt Papier nicht blütenweiß ist, ist Karma da. Aber in dem Moment, wo du sagst, das Blatt Papier ist immer weiß, jeden Tag aufs Neue, bist du augenblicklich in dieser Verbindung karma
frei. Augenblicklich. Das geht innerhalb des Momentes, wo das wirklich sackt und diese Entscheidung mit dem Herzen, der Kopf nützt dir da nichts, mit dem Herzen wirklich steht. Du wirklich im Herzen alle Urteile, alle Wertungen, alle negativen Überzeugungen zurücknimmst und das Blatt Papier gegenüber deinem Seelenpartner weiß ist. Blütenweiß. In dem Augenblick ist jegliches Karma verschwunden und die Verbindung ist frei. Ich habe das durch einen Zufall herausgefunden. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und mir gesagt, ich mache jetzt dieses Blatt Papier weiß, dann habe ich kein Karma mehr. Bei mir lief das unbewusst ab. Und zwar, ich habe auch noch nicht so lange das Bewusstsein, dass das überhaupt geht. So ohne weiteres mal eben karmafrei zu werden. Ich habe auch jahrelang immer gelernt und gelesen, Karma, das muss man ausgleichen, das muss man durchleben, da muss man eine teure Rechnung bezahlen. Wenn man jemandem wehgetan hat, da muss man eine Weile leiden, damit das abgegolten ist, so wie Schulden bezahlen. Ja? Und solange ich die Schulden nicht bezahlt habe, werde ich es nicht los, so wie so ein Fluch, ne, den ich abarbeiten muss. Und ich habe vor einigen Wochen ganz zufällig mal wieder einen Vortrag gesehen vom Kurt Tepperwein, der beschrieben hat, wenn du das Leben auf der Bewusstheit deines wahren Selbstes führst, führst du jeden Tag karmafrei. Und in dem Moment, wo du ins Ich fällst, sammelst du neues Karma an oder schöpfst du neues Karma. Das war so der Gedanke, wo ich mir dachte, wie? Ich brauche nur auf mein Selbst umschalten, bewusst, und dann ist Karma weg. Interessant. Das habe ich dann erstmal so sacken lassen, so stehen lassen. Fand das immer total interessant. Aber wie gesagt, Karma ist ja ein Thema, ging mir auch auf den Sack, ne? Keine Lust. Wie gesagt, ihr Jesus mit eurem Karma, hört bloß auf, ne? Und irgendwann wurde mir dann bewusst, auch in der Interaktion und in allem, was so war und wie es sich anfühlte, das gesamte Energiefeld, als ich feststellte, ich bin gegenüber meiner Dualseele karmafrei und meiner Dualseele ist gegenüber mir karmafrei. Ich gedacht habe, wow, das sind so Sachen, die spürt man. Ihr spürt das, ob das Feld frei ist oder ob da störende Sachen noch drin sind, die mit eurem Seelenpartner oder mit euch zu tun haben. Das spürt ihr. Und ihr spürt, wenn das Feld frei ist. Und ich habe mir echt gedacht, oh, tatsächlich, da ist kein Karma mehr. Das ist ja spannend. Das ist ja total toll. Und angenehm auch. Ne? Dann hält man sich mit Wertungen auch nicht mehr auf. Also es gibt keine Wertung mehr. Es gibt keine Urteile mehr. Es gibt die reine Liebe für das, was so ist. Und das ist so schön. Und für diese Form der Verbindung habe ich vor einiger Zeit mal einen Text geschrieben und genau der beschreibt das, wie eine Verbindung geführt wird, die karmafrei ist. Und diesen kleinen Absatz, den lese ich euch jetzt mal vor. Ich habe ja so einige Texte, die ich immer mal wieder schreibe und manche fließen dann in die Kommunikation mit meiner Dualseele, andere nicht und so weiter. Und dies ist einer der Texte, die ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Da habe ich die Verbindung in Worte gefasst. Wie würde ich die Verbindung in Worte fassen? Und da habe ich geschrieben, das Blatt ist immer weiß. Jeder neue Tag, jeder neue Moment, jeder gegenwärtige Augenblick ist neu und einzigartig. Und weder von vergangenen Erfahrungen noch von zukünftigen Erwartungen belastet. Was gestern war, ist nicht existent. Was morgen sein wird, ist nicht existent. Alles Vergangene und alles Zukünftige habe ich dem göttlichen Funken im Kern der Verbindung zu dir als Nahrung überantwortet. So lebt dieser Funken, dieses Seelenfeuer der Verbindung zu dir, ohne gestern und ohne morgen.
stets gegenwärtig. Das Blatt ist immer weiß. Und der Raum, in dem die Verbindung zu dir stattfindet, immer heilig, immer rein und immer neu geboren. Und das, meine Lieben, ist das Geheimnis, wie man eine karmafreie Verbindung führt. Macht das Blatt bei jeder Begegnung immer wieder blütenweiß. Wertet nicht Verhalten oder Dinge, die geschehen oder wofür euer Seelenpartner sich entscheidet, was er für sich wählt. Macht das Blatt immer wieder weiß. Diese Sache mit dem Karma oder karmafrei ist tatsächlich eine Bewusstseinssache, quasi eine mentale Einstellungssache, so eine Geisteshaltung. Karmafrei ist eine Geisteshaltung. Das kannst du jetzt tun und jetzt sein. Und übe das gerne. Das ist nämlich etwas, das kann man lernen. Ich hatte das auch nicht von heute auf morgen. Also dieses Blatt zum Beispiel in dieser Verbindung hier war nicht so direkt weiß, weil ich gesagt habe, so ab heute ist das Blatt mal immer weiß. Fertig, bin durch. Das war schon auch ein Weg des Übens. Da fallen mir immer so die Buddhisten ein, das sind ja auch so die Meister des Karma. Die üben ja immer alles. Und das ist auch manchmal ganz sinnvoll. Gewisse Dinge kann man sich wirklich antrainieren. Und Karmafreiheit gehört dazu. Du hörst auf, über das, was geschieht, zu werten. Und bei der nächsten Begegnung kannst du alles neu erschaffen, alles neu erscheinen lassen. Das Blatt ist wieder weiß und darf wieder vollgeschrieben werden. Wenn ihr euch begegnet seid und einen schönen Tag hattet oder so, steht was drauf auf dem Blatt. Ihr habt ja was erlebt. Die Frage ist, ist das da jetzt in Stein gehauen und bleibt das da jetzt so stehen? Oder könnt ihr das Blatt wieder weiß machen? Das ist eine Geisteshaltung. Jede neue Begegnung ist neu und unverbraucht. Und das ist Karmafreiheit. Das bedeutet auch nichts mehr nachzutragen. Karma trägt nach. Das ist was, das schleppt man so mit sich rum. Das zerrt man so hinter sich her. So dieses vergangene Elend. So wenn man Leuten was nachträgt. Wenn man so heute noch sauer ist wegen irgendwas von weiß ich nicht wann. Und man quasi schon so auf der Lauer liegt und darauf wartet, dass derjenige den gleichen Fehler wieder macht. Hat er wieder gemacht. Hat mich wieder verletzt. Schon wieder und schon wieder. Ich hab's ja gewusst. Der taugt nichts. Wie auch immer. War halt schon immer ein schlechter Mensch, blöder Charakter, wie auch immer. Das ist das pure Karma. Und auch das ist nur eine Geisteshaltung. Und die kannst du ändern. Und das heißt nicht, dass du immer wieder zu jemandem zurückgehen sollst, der dich schlecht behandelt, so nach dem Motto, ach, heute hat er mich verprügelt, ich gehe morgen hin, das Blatt ist wieder weiß und lass mich neu verprügeln. Natürlich bist du jederzeit dazu aufgerufen, dich gut um dich zu kümmern und dich nur mit den Menschen zu umgeben, die dir gut tun. Und während du das tust, während du dich nicht in die Fittiche von Menschen begibst, die dir schaden können oder es tun, kannst du dennoch alle Blätter zu ihnen weiß halten. Es gibt Menschen, da habe ich auch ganz viele, die kann man aus der Ferne einfach leichter lieb haben, weil sie weit weg sind, weil 600 Kilometer plus dazwischen sind. Ja? Das gibt's auch bei mir. Manchmal passt die Chemie einfach nicht oder manchmal ist es einfach verzwickt und schwierig. Dann ist es wirklich gut, Abstand zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem auch solche Verbindungen vom Karma befreien kann und sofort karmafrei werden kann. Das kann man. Ich muss mich ja mit diesen Leuten nicht umgeben, aber ich kann in Frieden damit sein. Das ist das, worum es geht. Und das ist alles. Und du musst dich jetzt nicht unter Druck setzen, wie kriege ich dieses Blatt jetzt weiß, aber du kannst dich dafür öffnen, dass dieser Bewusstheitszustand zu dir finden kann.
Ich habe das mit meiner Verbindung hingekriegt, weil ich es wollte. Ich hatte Bock auf diesen Zustand. Ich hatte den nicht gleich, aber ich hatte Bock auf diesen Zustand. So diesen Frieden und es ist gut, wie es ist. Du bist gut, wie du bist mit allem. Da habe ich ja auch schon ganz viele Tipps zu dem Thema Licht- und Schattenanteile der Dualseele. Da habe ich ja auch viel darüber erzählt. Und wenn ihr damit in Frieden seid, wie ein anderer ist, ohne dass ihr glaubt, der müsste anders sein, in irgendeiner Form, wegen irgendeiner Nuance, die blöd ist oder so, wenn das alles da sein darf, dann seid ihr karmafrei. Und das geht jetzt in diesem Augenblick. Ihr müsst euch nicht 30 Mal inkarnieren, um irgendwelches Karma abzutragen. Ihr könnt jetzt karmafrei werden. Ihr könnt euch aber auch genauso gut alle Zeit der Welt damit lassen. Es drängt euch ja niemand. Ihr habt ja alles. Also wenn wir alles so viel hätten wie Zeit, ne? Zeit ist immer in selben Maße mit der gleichen Kraft, Schwingung und gleichen Energie vorhanden. Zeit ist immer da. Die Frage ist, wie teilen wir sie uns ein? Und ihr habt alle Zeit der Welt, drängt euch nicht. Aber ich wollte euch das unbedingt, unbedingt, unbedingt erzählen, weil ich das so grandios und so megamäßig toll finde. Und mir ist auch bewusst, dass wir alle Menschen sind. Und ich bin, weiß Gott, nicht mit allen Menschen in meinem Umfeld karmafrei. Schlichtweg, weil es einige gibt, die auch ziemliche Hausnummern sind. Und auch das hat seine Zeit, die es brauchen darf. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es geht. Ihr könnt in euren Verbindungen karmafrei werden. Und das macht und schafft so einen Frieden. Das ist so angenehm, das ist so schön. Euch kann augenblicklich nichts mehr passieren. Und das wollte ich heute so, so gerne an euch weitergeben. Ja, und wenn ihr gerne einen privaten Gesprächstermin bei mir haben möchtet oder mal Lust habt, in einen Seelenpartner-Orakel reinschauen zu lassen oder eine astrologische Beratung haben mögt oder eins von meinen kleinen Horoskopen, schaut einfach mal auf meine Seite, was ich so anbiete. Es gibt ganz, ganz viele spannende Sachen bei mir, der Selbsterkenntnis und der Hilfe und all diesen Dingen. Lasst euch da einfach überraschen. Ich wünsche euch jetzt etwas ganz besonders Schönes. Genießt euer Leben, es ist wirklich wunderschön.